Düngst du Eisen extra mit dazu? Nein, extra nicht mehr. Ja, also in dem Dünger, den ich verwende, ja, also bei Amazon, im Amazon Store steht mein Dünger, ne, oder beziehungsweise steht das da noch? Aber zumindest in dem Kommentar, der da angepinnt ist, steht was von meinem Dünger, da steht auch die Dosierungsanleitung. Da ist natürlich auch Eisen und Spurenelemente mit drin. Ja. Allerdings, wenn ich ein Aquarium einrichte, ein Süßwasser-Aquarium, ja, da ist das natürlich nicht der Fall. Dann habe ich bisher Eisenoxidpulver unter den Bodengrund gelegt. Das habe ich auch bei dem Becken hier gemacht. Und jetzt mittlerweile habe ich einen neuen Bodengrundzusatz gebastelt, der also auch einen kleinen Anteil von diesem Eisenoxidpulver enthält. Und dieser Bodengrundzusatz, das ist also eine Kombination, das ist ein mineralischer Dünger mit, also der ungefähr für die ersten 3 Monate die Pflanzen mit mineralischen Nährstoffen versorgt und Spurenelementen. Und da ist ein Aktivator mit drin, jetzt nicht Zuckerwasser, ja, also nicht, dass einer glaubt, da ist Zuckerwasser drin, ja, also oder überhaupt Zucker, ja. Also da ist ein Aktivator drin, der also in der Lage ist, diese Nährstoffe teilweise freizusetzen und auch über einen langen Zeitraum freizusetzen, ja, das ist also organisch. Und was auch drin ist, ist ein mineralisches Spurenelemente-Depot, ja, dass also alle für die Pflanzen nötigen Spurenelemente und Mineralien, jetzt abgesehen von Düngestoffen, ja, auch zum ganz kleinen Teil ist auch Dünger mit drin, ja, aber nicht ursächlich, ja, der ist nicht deswegen drin, sondern eben wegen der Langzeitversorgung der Pflanzen mit Spurenelementen und Mineralien. Und also dieser Dünger, also dieser Bodengrundzusatz, den findet ihr bei mir in meinem neuen Online-Shop. Ja, also hin und wieder hier bei dem Stream Elements steht das auch, ne? Die Adresse zum Shop, und die steht auch unten ganz oben in der Videobeschreibung. Da findet ihr den, und da ist also auch Eisenoxidpulver, ein geringer Anteil, lass mich nicht lügen, ich glaube 5%. 5% davon ist auch Eisenoxidpulver. Ja, also dass also auch Eisenoxidpulver drin ist, aber dass das eben nicht mehr ausschließlich ist. Ja. Und dieser Bodengrundzusatz, den habe ich in zwei Größen drin. Ja, also der soll also genauso auch als erstes, bevor Bodengrund reinkommt, erst aufs Glas, oder wenn man kann natürlich auch hingehen und eine hauchdünne Schicht Sand oder was als Bodengrund schon mal einbringen und es da drauf ausbringen, und um dann nachher quasi den Bodengrund aufzustocken, kann man auch so machen, ja, dass er also nicht auf dem nackten Boden liegt. Ich habe zwei Größen drin, also einmal 50 Gramm und einmal 150 Gramm, und die 50 Gramm Menge reicht für 200 Liter Aquarien und die 150er Größe für, ja, kann ich jetzt schlecht sagen, weiß ich jetzt nicht wie groß, also für eine Grundfläche von 2 Meter mal 60. Ja, da reicht der 150 Gramm Packung, die 150 Gramm Packung aus. Ja, ist also wirklich hochkonzentriert. Ja. Also nicht da erstmal tonnenweise Zeug rein. Ja, und dafür, ich sag mal, für die Menge ist es verdammt günstig. Und wie gesagt, ist sofort verfügbar. Ja, also die ersten sind auch schon raus davon. Wie gesagt, das aber nicht über den Amazon Store, sondern das ist dann über meinen eigenen Online-Shop. Ja, da sind auch meine Futtermittel drin hier. Also auch hier das unter anderem hier dieses Premium Basic Gel und auch noch 3 andere Futtermittel. Und da kommen auch demnächst noch ein paar zusätzliche Futtermittel. Und dann sind da auch bestimmte, also mehrere Versionen von Düngekapseln drin, die also quasi beim laufenden Betrieb das Becken
versorgen, den Bodengrund versorgen. Und im Prinzip hat man mit einer Bodengrundversorgung der meisten der Pflanzen, also die Hauptversorgung der Pflanzen eigentlich schon erfüllt. Ja, und dadurch, dass also auch von dem Dünger was ins Wasser diffundiert aus dem Bodengrund, wird natürlich auch, werden auch selbst die Pflanzen versorgt, die also Aufsitzerpflanzen oder Schwimmpflanzen. Zwar nicht vollständig, ne, aber wie gesagt, mit den Düngekapseln hat man natürlich schon einen großen Teil der Nährstoffversorgung sichergestellt. Was jetzt auch noch kommt, sind Flüssigdünger. Ja, also einer zumindest ist schon da. Ja, da habe ich aber bisher noch keine, muss ich gleich wie gesagt dran denken, die Fläschchen, den Karton mit den Fläschchen mitzunehmen. Schaut euch mal im Online-Shop um, ist mit Sicherheit nicht uninteressant. Da sind auch, ist auch eine Wave Scissor drin, ja, also diese Wellenschere. Meine bevorzugte Schere in der Aquaristik, also um Pflanzen zu bearbeiten. Ich benutze überhaupt keine andere Schere. Ja. Ich habe zwar auch hier so eine Mini-Scissor da, so eine, wie heißt die, diese kleine mit der Feder dran, die habe ich auch. Ich benutze ausschließlich die Wave Scissor. Ja, also damit komme ich am besten klar. Deswegen biete ich auch gar keine andere Schere an. Ja, also die Wave Scissor ist drin und die ist auch als Kombi, als Set mit einer geraden und mit einer gebogenen Pinzette da vorhanden. Und alles längere Version. Also ist es nicht die kurze Schere, sondern ist es die 25er Schere. Und die Pinzetten sind 28 cm Pinzetten, also nicht die kleinen, also schon ein bisschen größer. Also handliche Größe, also sagen wir für die meisten Beckengrößen eigentlich ideal. Ich habe hier zwar noch eine noch größere, die ist glaube ich 35 oder 30, die ist mir aber hier beim 60er Becken eigentlich schon zu groß. Und wie gesagt, das Set ist da drin. Da habe ich aber von dem Set habe ich nicht mehr. Doch, von dem Set habe ich noch jede Menge. Da habe ich noch jede Menge von. Aber von den einzelnen Scheren habe ich, glaube ich, nicht mehr so viele. Für diejenigen, die also partout das Eisenoxidpulver noch weiter verwenden wollen und nicht hier diese Riesenmengen, die man bei Amazon kaufen muss, sondern auch die kleinen Mengen, ne, habe ich also auch das Eisenoxidpulver in der Bodengrundkategorie. In 50 Gramm Packung. Ne? Da kommt man schon 1000 Jahre mit aus. Also selbst mit 50 Gramm. Auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken und auch regelmäßig reinzugucken. Es sind noch nicht alle Bilder drin. Ja. Ich komme im Moment nicht dazu. Aber es kommen laufend neue Artikel dazu, kommen neue Futter dazu. Das sind auch hier für die Juwel Bioflow. Es sind also auch die Diffusionsfilter, Umrüstsets drin. Ja, von daher, alles, was der Mensch braucht, ist da drin. Okay. Also, wie gesagt, Eisen, ja, ne? Aber hauptsächlich als Basis vor der Einrichtung, also während der Einrichtung. Und ich habe jetzt auch eine Kapsel. Quasi die weitestgehend das enthält, was also auch dieser Bodengrundzusatz enthält, der neue. Ja, auch als Kapsel zum nachträglich Düngen, allerdings ohne den organischen Anteil. Ja, da ist also nicht dieser Aktivatoranteil bei. Ja, und um quasi diese gebundenen Spurenelemente und also die mineralisch gebundenen Spurenelemente freizusetzen, bietet sich also auch an, mit effektiven Mikroorganismen zu arbeiten. Ja, und die findet ihr dann wieder aktuell im Amazon Store in der Wasseraufbereitungskategorie und eventuell auch dann in absehbarer Zeit irgendwann bei mir im Online-Shop. Ja, also ich bin also Voraussetzungen bin ich gerade dabei zu schaffen, ja, dass ich also auch diese effektiven Mikroorganismen fürs Aquarium anbiete. Und zwar dann eben in sinnvollen Mengen. Ja, also ein Liter für ein normales Aquarium ist Wahnsinn. Ja, ist viel zu viel. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also da, ich weiß noch nicht,
vielleicht eine 250 Milliliter und eine 500 Milliliter Version, vielleicht auch zusätzlich eine Liter Version, wenn es partout, wenn man es gerne von mir haben möchte, weil ich werde die blonde Version anbieten, also nicht diese braune stinkende Brühe, sondern quasi auch hier die blonde Version. Ja. Okay, das ist dazu zu sagen.